Sonnabend, der 7. September 2024 in Suhl. Die südthüringische Stadt ist die Heimat der Simson-Kleinkrafträder. Damals wie auch heute erfreuen sich die kleinen Zweitakter großer Beliebtheit. Schwalbe, Star und Co. werden heute oft für mehr als doppelt so viel Euro gehandelt, für die sie damals in DDR-Mark verkauft worden waren. Hier unter der damals noch nicht vorhandenen Brücke der A73 wurden sie ab 1964 hergestellt. Vom Werk, in dem bis zu 7000 Menschen arbeiteten, hat die Treuhand und die globalisierte Börsenwirtschaft nicht viel übrig gelassen. Vor den Mokics waren ab 1955 Mopeds wie das SR2 produziert worden, fast 1 Million Stück. Die Lenker der Planwirtschaft hatten das Werk dazu beauftragt. Viele Mitarbeiter hätten sicher lieber die wunderschönen AWO-Viertaktmaschinen weitergebaut. Die Politik bestimmte aber die Linie. AWO leitet sich vom Namen der sowjetischen Avtovielo AG ab. Die Sowjets hatten die Nazi-geführten Gustloff-Werke, welche Waffen hergestellt hatten, 1945 enteignet. Im Jahr 1952 dann aber an die DDR übergeben. Gegründet hatten die Nazis die Firma aber nicht. Sie hatten ihrerseits die Gründerfamilie Simson 1933 enteignet. Die jüdische Familie konnte ihr Leben durch Flucht retten, verlor jedoch allen Besitz. In der Zeit der Weimarer Republik stellte Simson die hervorragenden Simson Supra-Wagen her. Doch nun vom Rückwärtsgang der Technikgeschichte wieder zum aktuellen Geschehen. Heute findet eine Oldtimerfahrt statt, die von einem Simson Supra angeführt wird. So mancher Besitzer von Schwalbe und S51 mag kaum glauben, dass mit Simson-Fahrzeugen Welt- und Europameistertitel errungen wurden. Daran soll diese besondere Veranstaltung erinnern. Genau vor 60 Jahren gewannen unsere Mannschaften mit Simson und MZ-Motorrädern die 39. internationalen Six Days. Viele der Helden von 1964 treffen sich nun in Suhl, um das Jubiläum zu feiern. Und Fahrer aus der Szene des Classic Enduro bringen herrliche Exemplare mit. Doch die Fahrt hat weiterhin den Charakter der Oldtimerfahrt, nur die Enduro-Fahrer absolvieren spezielle Geländeabschnitte. Enduro-Weltmeister Thomas Bieberbach betreibt in Marisfeld eine Motocross-Strecke, auf der eine Art Sonderprüfung gefahren wird. Die normalen Oldtimer bleiben auf befestigten Straßen. Eine stattliche Zahl Geländesportmotorräder aus 5 Jahrzehnten geht an den Start. Die Vielfalt der Modelle ist groß. Die Straßenmaschinen stammen aus 9 verschiedenen Jahrzehnten. Im Supra Cabriolet fährt der Bürgermeister der Stadt mit. Simson-Fabrikate sind natürlich in der Überzahl. Dieser Zweitakter von Zündapp ist wohl eines der ältesten Exemplare. Hier ein Simson-Spatz, der als erster geschlüpfte der Vogelserie. An eine NSU, MZ, ETZ, wunderschöne Sport- und Touren-Avos. Das Teilnehmerfeld geht auf die Reise.
Man beachte ganz rechts am Fahrbahnrand eine der letzten gebauten Viertaktmotorräder aus Zschopau, eine RT 125. Einige Gebäude hat die Treuhand stehen lassen. Im Werktor Süd war die werkseigene Berufsschule untergebracht. Hier wird nun eine Zeitkontrolle nachgestellt, wie sie bei der 39. Sixties im Jahr 1964 hier durchgeführt wurde. Nach der Einstellung der Produktion der schönen AWO-Modelle zur Erhöhung des Produktionsausstoßes der Mopeds wurde auch die Werksbeteiligung im Motorsport mit den Viertaktern beendet. Mit der neuen Vogelserie wurden dann aber im Geländesport neue Wettbewerbsmaschinen entwickelt, die auf dem neuen Triebwerk der Serie aufbauten. Mit diesen Geländemopeds gewann Simson 1964 die Junioren-WM, die Silbervase. Hier kommen ihre Nachfahren an. Simson Werksenduros aus den späten 80ern und frühen 90ern mit wassergekühlten Drehschiebermotoren. An der restaurierten Maschine stehen nun ehemalige Piloten, Europameister Ewald Schneidewind und Lothar Schünemann neben dem Sohn des Besitzers der Maschine, Janne Gritz. Sie gehörten dem Team DDRB an, das auf den neuen kleinen Geländemaschinen auf Anhieb die Silbervase holte. Zum Viererteam gehörten weiter Gottfried Polan und Siegfried Rauhut, der mit dem Minimotor sogar Gesamtsieger wurde. Gegen Fahrer aus der ganzen Welt mit Bikes mit zum Teil 10-mal mehr Hubraum. Lothar Schünemann trifft hier mit Ralf Schaum zusammen, der das Motorrad aus wenigen erhaltenen originalen Resten wieder auferstehen ließ. Der geniale Techniker baut gerade eine weitere Simson auf, genauso wie sie Schünemann 1965 auf der Isle of Man fuhr. Das Motorrad holt aus 50 Kubikzentimetern 5,5 PS und hatte mit dem Vorgelege 6 Gänge. 60 Jahre nach dem spektakulären Sieg treffen Fahrer, Mechaniker und viele andere nun wieder zusammen. Hier ein Foto der Zeitkontrolle vor 60 Jahren. Der Start erfolgte jeden Morgen in Erfurt und führte über die Höhen des Thüringer Waldes auf verschiedenen Routen zur ZK in Suhl und wieder zurück nach Erfurt. Die Tagesetappen waren bis über 400 Kilometer lang. In der Trophy-Wertung siegte die Werksmannschaft von MZ. Die DDR gewann fast alles, was man gewinnen konnte. Eine AWO GS, die bis 1961 gebaut wurde, und eine Simson 30 Jahre danach. Die AWOs gab es mit 250 und 350 Kubikzentimetern. Sie wurden auch im Motocross eingesetzt. Die AWOs traten einst gegen solche NSU Geländemax an. Eine seltene 125er MZ Gelände ES. Nur 1964 und 65 hatten die Simson GS ein Vollschwingenfahrwerk. 1965 testete Lothar Schünemann auf der Isle of Man eine Version mit Telegabel. Von diesen Maschinen wurde eine Kleinserie aufgelegt, die von Motorsportlern erworben werden konnten. Hier eine der letzten Enduros, die in Suhl gebaut wurden. Auf ähnlichen Maschinen wie dieser wurden im Jahr 1987 Silbervase und Trophy in Jelenagora gewonnen. Ein schönes S70 Enduro. Immer mehr Teilnehmer der Oldtimer-Fahrt treffen ein. Ein D-Rad-Viertakter der deutschen Werke Spandau.
Ab 1949 begann man in Suhl die Touren AWO zu bauen, die oft als Gespann gefahren wurde. Dann folgte von 1955 bis 1961 die Sport AWO. Von 1955 bis 1959 wurden beide Modelle gleichzeitig hergestellt. Ab 1955 wurden auch die ersten Mopeds SR1 gebaut. Die Produktion der 50 Kubikfahrzeuge wurde auf bis zu 200.000 Stück im Jahr gesteigert. Dazu musste die Produktion der AWO eingestellt werden. Nach der Schwalbe und den anderen Typen der Vogelserie bestand eine enorme Nachfrage. Für den Sperber brauchte man aufgrund der höheren Höchstgeschwindigkeit einen Motorradführerschein. Eine der letzten MZ. Es geht zurück zum Fahrzeugmuseum Suhl. Am Abend sind noch viele Teilnehmer zur Feierstunde geblieben. Dem Veranstalter ist es gelungen, eine Vielzahl an Simson-Fahrzeugen, insbesondere Enduros, bei dieser Fahrt zu präsentieren. Nach der Siegerehrung der Oldtimerfahrt werden die Helden der 60er und 70er Jahre geehrt. Nicht nur die Fahrer. RS und alle Motorräder, die im Museum stehen, die hatte Harry so. Mechaniker Harry Riese baute unter anderem die schnellen Straßenrennmaschinen von Simson. Bis 1961 hatte man sogar zwei Zylinder mit zwei oben liegenden Nockenwellen gebaut. Diese Renner hatten eine Sekundärkette statt Kardan. Und kniete Harry 1961. Und hat diese Motorräder nicht mehr gepasst. Vom Vize-Europameister werden, muss man natürlich auch sagen. Beim Sportclub Dynamo fuhr Hans Henning Semisch erfolgreich. Er wurde Vize-Europameister. Er hat auch lange Zeit uns im Museum unterstützt und das macht er auch immer noch. Bei den Six Days 1964 in Erfurt hatte Jochen Helmholtz die gleiche Startzeit wie der Schauspieler Steve McQueen, der für die Silbervasenmannschaft der USA antrat. Helmholtz fragt später den verletzten Filmstar nach seinem Sturz. Die Veranstaltung klingt mit einem interessanten Vortrag von Dietrich Klaus über die Six Days in Erfurt aus. Es war ein großartiger Tag. Zwei Tage mit Gebirgsfahrt.